Wusstet ihr eigentlich, wie strenge Regeln es gibt, wenn man in Amerika wohnt? Wenn man nicht zur Schule kommt, werden sofort die Eltern angerufen. Und wenn man aufs Klo möchte, braucht man einen extra Pass dafür. Und auf den Fluren gibt es dann so Wachen, die den kontrollieren. Man darf natürlich erst ab 21 Alkohol trinken. Und das wird auch sehr streng kontrolliert. Man kann zum Beispiel keinen Alkohol normal im Supermarkt kaufen, sondern nur in eigenen Alkoholgeschäften. Außerdem sind die Regeln dort richtig streng, wenn Mädchen und Jungs sich treffen wollen. Bei den meisten Familien gibt es diese Open Door Policy. Das heißt, die Tür muss immer geöffnet bleiben. Auf meiner Schule wurden sogar Filme gezeigt, dass man nicht, ihr wisst schon, was haben soll. Das ging etwa so: Wenn ein Junge zu dir kommt und dich küssen will, sag nein. Kein Witz jetzt, diesen Film haben wir alle zusammengeschaut. Ja, also als Teenager ist das Leben dort schon ziemlich schwierig.